Das Mehrgenerationenzentrum Barleben präsentiert Harald Jäger, der Mann, der die Mauer öffnete. Lesung und Gespräch zu den Vorgängen am 9. November 1989. Eine völlig neue Sicht auf die Nacht, die Deutschland veränderte. Der Zeitzeuge mit eigener Vergangenheit wird am 9. November 2018 um 19.30 Uhr Gast im Mehrgenerationenzentrum Barleben sein. Großer Andrang am Eingang des Doms zu Magdeburg. Grund dafür war die am Samstagnachmittag stattfindende Feierstunde zur Eröffnung des Dommuseums. Diese befindet sich gleich gegenüber des Domes in der alten Staatsbank. Zu dieser Eröffnung fanden sich unzählige geladene Gäste im Kirchenschiff des Domes ein. Nach einer musikalischen Eröffnung durch eine Bläserkapelle begann der festliche Akt. Neben der Eröffnungsansprache durch Christian Philipsen hielt auch der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümpe eine Rede. In dieser betonte er auch die Bedeutung des Museums und ging dabei auch auf die neuartigen Präsentationstechniken ein, die hier zum Einsatz kommen. Ein weiterer Punkt, der dieses Museum so besonders mache, sei der Fakt, dass es in der vorgegebenen Zeit vollendet wurde, ohne das Budget dabei zu überschreiten. Aber auch Ministerpräsident Rainer Haseloff kam zu Wort. Jedoch betrachtete er das Museum eher als weiteres Argument zur Bewerbung als Kulturhauptstadt. Dieser Bedeutung ist sich auch Dr. Matthias Pule bewusst. Magdeburg hat eine enorme Bedeutung für unsere Landeshauptstadt und auch für die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas, weil wir mit diesem Museum zeigen, dass wir auch die Museumspädagogik, die Didaktik, die Vermittlung von Geschichte und Kultur, Kunst und musealen Inhalten dem 21. Jahrhundert gemäß machen, also mit der neuen Technik, die man eben so hat. Diese Dauerausstellung hier wird allen Spaß machen. Zudem zeigte sich Pule erfreut, dass die Eröffnung auch weit über die Stadtgrenzen hinaus Wellen schlug. Als die Reden schließlich beendet waren, sollte das geladene Publikum selbst die Möglichkeit bekommen, sich ein Bild von der Ausstellung zu machen. Das Ende der Feierstunde wurde noch einmal musikalisch durch eine Bläserkapelle abgerundet. Nachdem der letzte Ton verstummt war, bewegte sich ein Teil der Festgemeinde in die ehemalige Staatsbank. Dies war aber gar nicht so selbstverständlich, denn am Montag sah es hier noch so aus. Vieles unvollständig, fehlende Bauteile und Verpackungsmaterial auf dem Boden verstreut. Sowohl in den letzten Tagen als auch Nächten wurde hier noch hart gearbeitet, sodass am Samstag die letzten Bauarbeiten zu Ende gingen konnten. Somit kann den Besuchern nun auf rund 650 Quadratmetern einiges an historischer Vergangenheit geboten werden. Sind Fundstücke, die aus den letzten 120 Jahren von lizenzierten, aber auch ersten Hobbygrabungen im Bereich des Domplatzes und im Dom gefunden worden sind. Und anhand dieser Artefakte haben wir versucht, drei Themengebiete dem Besucher zugänglich zu machen. Das erste Gebiet dieser Ausstellung befasst sich dabei mit den Bauten, die zu ottonischer Zeit beispielsweise auf dem Domplatz standen. Dazu wurden Fundstücke wie Säulen, aber auch kleine Fragmente wie Mosaikstücke ausgestellt. Der nächste Teil der Ausstellung befasst sich dann mit den beiden Hauptfiguren. Diese sind natürlich Otto der Große und seine erste Frau, Königin Editha. Diese beiden finden sich in der Mitte des Ausstellungsraums wieder. Als letztes befasst sich die Ausstellung dann noch mit dem Wirken von Otto dem Großen. Dieser erhob Magdeburg zu einem von 7 Erzbistümern nördlich der Alpen. Diese drei großen Themengebiete werden Ihnen dabei multimedial näher gebracht. Beginnend mit einem animierten Einleitungsfilm, Projektoren, die Informationen und Grafiken preisgeben, bis hin zu eher interaktiven Dingen. So kann man sich in eine dieser Kabinen stellen, sich vor dem Monitor platzieren und anschließend ein Foto von sich machen lassen. Fast so wie in einer Fotobox auf der Straße. Nachdem der Computer das Bild verarbeitet hat, wird man in ein historisches Gemälde eingebaut. Dieses wird dann auf der anderen Seite des Ganges angezeigt. Somit kann man sich selbst in die Ausstellung einfügen. Zumindest so lange, bis der nächste Besucher ein Bild von sich macht und den Vorgänger damit aus dem Bild herausschiebt. Und sollten sie nicht so riesig sein, gibt es gleich nebenan eine Kabine mit einer Kamera auf niedriger Höhe. Damit wird erneut deutlich, dass sich das Museum nicht nur an erwachsene Besucher richtet.
Um auch den Schülern das historische Wissen zu vermitteln, gibt es dafür sogar eigene Räumlichkeiten. Ja, es gibt hier einen museumspädagogischen Raum, in dem Klassen entsprechend auch Unterrichtsstunden mitmachen können oder eben Führungen durch dieses Museum bekommen, dann etwas nachbereiten oder vorbereiten können in dem museumspädagogischen Raum. Es gibt sogar die Möglichkeit, dort eigene kleine Ausstellungen mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Also hier wird die Vermittlung von Geschichte gerade auch an Schülerinnen und Schüler sehr groß geschrieben. Doch nun zurück zur eigentlichen Ausstellungsfläche. Denn wie Ihnen vielleicht bereits aufgefallen ist, ist die Ausstellung schräg zur Fassade. Das wird besonders deutlich, wenn man den Dielenboden neben einer der alten Säulen betrachtet. Denn dieser Boden sowie die Ausstellungswände sind in einer Linie zum Dom ausgerichtet. Das Haus selbst jedoch nicht. Auch dieses Grab wurde wie die restliche Ausstellung mit in die Domachse aufgenommen. Bei dieser Grablage handelt es sich um eine künstlerische Inszenierung der Grablage Ottos des Großen. Direkt daneben findet sich eine Replika der Grabplatte von Königin Editha. Doch nun zur Rückwand des Museums und damit zum Lieblingsstück von Dr. Ulrike Thiesen. Denn hier befindet sich ein Querschnitt des Bodens unter dem Domplatz. Dieser Querschnitt wird als Lackprofil bezeichnet und lässt Rückschlüsse auf vergangene Tage zu. Das Profil wurde bei Ausgrabungen im Jahr 2003 zutage befördert und befand sich unter der Straße auf der Ostseite des Platzes. Auf diesem Querschnitt werden zudem Animationen und Informationen projiziert. Somit lässt sich in dem Museum eine bunte Mischung aus Repliken, aber auch aus Originalen begutachten. Was im Dom hier tatsächlich steht, an Ort und Stelle steht, wie zum Beispiel das Otto-Grab oder der besonders schöne Taufstein oder die Originalgräber, sind natürlich im Dom verblieben. Aber wir haben auch Originale, wie zum Beispiel drei Wasserspeier, die wir auch entsprechend hoch gehängt haben, oder die beiden Dompatrone und die Strahlenkranzmadonna. Die können Sie auch in der Westfassade tatsächlich sehen. In der Westfassade sind es aber Kopien. Die Originale sind in der Mitte des 20. Jahrhunderts aus Schutzgründen ausgetauscht worden, sind durch einen mehr als halbjährigen Restaurierungsprozess gegangen und waren lange in der Steinkammer bzw. auf dem Zimmermannsboden eingelagert, da sie eben im Dom so nicht gezeigt werden konnten. Diese Wasserspeier hängt tatsächlich relativ hoch, nämlich in knapp 3 Metern Höhe. Im selben Ausstellungsabschnitt gibt es einen abgedunkelten Raum, der gewissermaßen die Extreme des Museums beherbergt. Denn hier gibt es eine über 2 Meter große Figur. Diese wurde zunächst eingescannt und dann im 3D-Drucker hergestellt. Somit ist das große extrem abgedeckt, aber auch in die andere Richtung wird etwas geboten. Denn in einer Vitrine wird dieses goldene Löwenköpfchen präsentiert. Da Ihnen hier die Relation fehlt, dieses Löwenköpfchen ist nur wenige Zentimeter groß. Jedoch bietet das Museum noch viel mehr zu entdecken. Deshalb lohnt sich ein Besuch definitiv und seit diesem Sonntag haben nun alle die Möglichkeit dazu. Das Café und das Museum sind täglich von 10 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.